Wenn es etwas gibt, was du immer dabei haben solltest, dann ist das Erste-Hilfe-Ausrüstung. Und wenn dich interessiert, was meine EDC, meine Everyday Carry Erste-Hilfe-Ausrüstung ist, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rostrum vom Survival Show bei Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Ja, da ist sie nun, meine EDC, meine Erste-Hilfe-Packerl, die ich so immer dabei habe. Und bevor ich dir die zeige, mag ich noch einmal etwas wiederholen. Dir muss klar sein, dass bei all dem Messerfanatismus, den vielleicht du, ich auf jeden Fall habe, Feuerstähle etc. und sowieso und überhaupt, da habe ich auch einmal ein Video gemacht, gebe ich dir da, Erste-Hilfe-Ausrüstung das Wichtigste ist. Und da habe ich versprochen, dass ich einfach das herzeige, was ich so mit mir herumtrage. Und das sind drei Dinge. Das eine, das ist einmal so eine, die sogenannte Israeli-Bandage, Uriel-Bandage. Das ist im Endeffekt nichts anderes als ein Druckverband und abbinden, wenn es so sein muss, ja, bei wirklich stark, massiv stark blutenden Wunden. Das ist vom israelischen Militär entwickelt. Das kann man sich auch selbst draufbinden, sofern man noch bei Bewusstsein ist, kann man jemanden anderen draufbinden. Funktioniert sehr gut, ist super verpackt, klein, kompakt, kann man immer dabei haben. Habe ich in meiner Hosentasche immer einstecken. Ich habe einige Exemplare auch in den Rucksäcken verteilt. Da kann ich mich verlassen, dass ich das mit habe. Warum? Klar, wenn jetzt jemand einen kleinen Schnitt hat, da ist zwar Pflaster drin, aber da kann ich nicht allzu viel tun. Aber wenn es wirklich ums Leben geht, habe ich zumindest Ausrüstung dabei, wenn es sein muss. Und dann, um schon ein bisschen mehr tun zu können, habe ich diese beiden Dinge dabei. Und zwar, das habe ich nur einmal, das ist mein einziges Objekt, das zeige ich dir dann nachher. Aber das hier, das habe ich auch bei mir im Shop, findest du unten, wenn du magst. Das habe ich seit Jahren. In jedem Rucksack ist so ein Teil dabei und hat ungefähr folgende Aufteilung. Eins noch, ich weiß, da vorne steht Miltek drauf. Und wenn es dich jetzt reißt und du sagst, Miltek, dann sage ich, ja, du hast recht, es gibt gewisse Dinge bei Miltek, bei dieser Firma, die wirklich sind. Aber das hier und manche andere Dinge sind wirklich toll und da gibt es gar nichts zu meckern. Was ich wirklich toll finde, ist, dass man, wenn du es hinlegst, du es komplett aufmachen kannst. Also du kannst überall zugreifen, du kannst es komplett aufmachen. Das gefällt mir einfach, weil ich bin ja nur Laienhelfer, nichts anderes. Interessierter Laie, aber ich habe halt andauernd irgendwas bei meinen Trainings und da merke ich, dass wenn du nicht die Übersicht über das Erste-Hilfe-Set hast oder ich ein Erste-Hilfe-Set von jemand anderem benutzen muss, dass ich momentan einmal Zeit verliere und Gehirnkapazität verliere, wo ich eh so wenig habe, aber egal. Gehirnkapazität und Zeit verliere, weil ich mich einmal erst orientieren muss. So. Daher, das finde ich gut, weil da hat man einen guten Überblick. Eine Kompresse. Da drinnen, da habe ich so ein, habe ich mal so ein Pflaster, was man rundherum wickeln kann. Ich weiß nicht, wie es Leukoplast genau reingegeben. Das hier, das finde ich super. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Mit diesen Teilen hier fixiere ich dann danach noch einmal, wenn ich Wunden habe, das Ganze. Aber nicht, um Druck aufzubauen, sondern damit, wenn man dann greift, wenn man jetzt zum Beispiel, ich schneide mich oder ich hau mal meinen Hakel rein, das hatten wir letztes Wochenende, ja, so, ja. Und ja, wirklich, du wirst da denken, es gibt es ja doch, es ist leider so. Und du drückst und drückst und hast es und die Blutung hört auf, dann greifst du wieder irgendwo anders hin, weil du weitermachst beim Survival- oder Bushcraft-Training und dann geht das wieder auf. Und mit dem kannst du dir ganz einfach eine kleine Hülle bauen und das finde ich sehr, sehr praktisch. Da hier unten, da habe ich ein Daschau, was mir auch wichtig ist, das sind diese kleinen Teilchen hier. Ja, das finde ich wichtig und was ich auch immer dazu habe, das ist ein Natzel. Natzel, habe ich gesagt, ja. NaCl, Natriumchlorid, das ist also eine Salzlösung. Also Salzlösung ist ein bisschen übertrieben. Damit kann man Wunden spülen, damit kann man vielleicht auch Auge spülen, wenn es sein muss, aber ich nehme es meistens zum Wundespülen. Dann da habe ich solche Alkopads drinnen. Hier drinnen, da habe ich so eine kleine Schere, die ist auch im Lieferumfang enthalten. Und eine Pinzette, ich stehe auf Pinzetten. Ich weiß, dass manche mich da kritisieren und sagen, Pinzette braucht man nicht, ich brauche das. Ich habe Kinder und die ziehen sich an und irgendwas holzmäßig da was ein. Was glaubst du, dass ich ohne Pinzette machen würde? Wundauflagen, dann Händedesinfektion, das ist auch nach dem Spatengang manchmal absolut notwendig, könnte passieren. Ja, dann hier so große Pflaster, Blasenpflaster habe ich mit dabei, noch einmal eine Wundauflage. Und wenn es denn unbedingt sein muss, so ein Handschuhe und so ein Mund-zu-Mund-Beatmungsschutztuch, Bibabo,
was weiß ich was, ja. So, und das kann ich schön zusammenlegen, da würde sogar noch was reingehen, da ist genügend Platz, die sind sehr robust, ich habe den unterschiedlichste Ausführung, dann hier hinten kann man es irgendwo drauf poppen, so auf den Gürtel, super Sache, sehr, sehr klein. Und ich habe was Neues entdeckt, das ist ein bisschen größer, ist von Life Systems und irgendwie ähneln sich die, jetzt weiß ich nicht, ob Life Systems von Miltec gestohlen hat, oder Miltec von Life Systems, aber ist mir auch egal. Das hier, das hat mir der Thomas Girgis, seines Zeichens Notarzt aus Oberösterreich, der bei mir im Trainerteam mitarbeitet und beim Outdoor- und Survival-Erste-Hilfe-Kurs, der Kursleiter ist sozusagen, was die medizinischen Dinge betrifft. Wenn du einen Outdoor-Erste-Hilfe-Kurs machen willst und nicht, wo man irgendwelche Puppen aufbläst oder so irgendwas, sondern wenn du wirklich wissen willst, worauf es ankommt, dann schau da unten den Link an, komm zu mir nach Österreich und mach gemeinsam mit den Thomas, dem Notarzt, den Kurs. Aber das hat er mal gezeigt, hat er gesagt, Rainer, schau dir das einmal an und ich finde das praktisch. Da ist es so, das geht nicht komplett auf, wie du siehst. Da muss man ein bisschen aufmachen. Ist halt so, dafür hast du den Zugriff nur von oben. Also du kannst das nicht aufmachen, da ist auch das zum Umklappen und so weiter nicht dabei, sondern du hast alles in einer Tasche zusammen. Und da ist natürlich das Obligate, was tue ich, wenn ich ein Problem habe? Das wäre da auch dabei, aber das ist für mich Zunder. Aber ist egal, vielleicht sehen das jetzt andere anders. Dann da drinnen hat man auch wieder eine Pinzette. Ich weiß nicht, warum Life Systems automatisch eine Pinzette mitgibt. Ich weiß nicht, warum tun die das? Weil es einfach sinnvoll ist. Dann auch wieder diese Sicherheitsnadeln. Die sind, jetzt ist es mal runtergefallen, aber ist ja egal, packe ich dann nachher wieder ein. Das hast du da. Und du ziehst das da so runter, dann ist da so eine antiseptische Salbe dabei und eine Wundauflage und auch wieder das Leukoplast. Und da unten, da hat man so eine Kompresse, glaube ich, heißt das. Feuchttücher, also Feuchttücher, Reinigungstücher und Alkopads, Wundauflagen, eine gescheite Schere. Da stehe ich einfach drauf. Und da hinten hast du auch Wundauflagen drinnen. Und was ich mir reingegeben habe, das ist im Lieferumfang nicht dabei, meine Lieblingssplitterpinzette von der Firma Kanal. Mit C geschrieben, also nicht der Kanal, sondern Zanal. Nein, ein österreichisches Unternehmen hat sehr, sehr gute Produkte und die mag ich sehr, sehr gern. So, ich packe die andere Pinzette und das andere Zeugs dann nachher ein, ist ja egal. Bei dem hier ist es auch so, das kannst du dir auch an den Gürtel schnallen. Molekompatibel sind sie beide nicht, aber soll so sein. So. Das habe ich jetzt vorgestellt. Was dir lieber ist, welches dir besser passt, ich gebe da unten den Link. Das gibt es bei mir im Shop, das gibt es nur auf Amazon oder bei sonstigen Anbietern. Was dir besser gefällt, weiß ich nicht, das kommt ganz einfach drauf an. Das gibt es auch in Rot, das gibt es leider nicht in Grün, aber ist egal. Das soll jetzt nicht der Punkt sein. Aber wenn du dir das angeschaut hast, dann wirst du eines feststellen. Beide haben ungefähr dasselbe drinnen. Ich habe das dann noch ein bisschen adaptiert. In beiden geht es einfach um eine Basis-Erste-Hilfe-Versorgung. Ja? Da geht es nicht darum, dass du weiß ich nicht, einen Luftröhrenschnitt machst oder weiß ich nicht, eine Nierenpunktion oder sonst irgendwas, sondern dass du das Rüstzeug hast und damit auch umgehen kannst, das wollen wir doch hoffen, dass du jemanden, der in einer Erste-Hilfe-Situation ist, helfen kannst. So, das hast du da dabei. Was mir noch fehlt, und das ist insgesamt ein Thema, das sind jetzt so Sachen wie Dreieckstücher oder sonst, also um etwas zu fixieren oder so. Da muss ich sagen, da muss halt dann das T-Shirt herhalten oder das Hemd oder der Schal, der Schemax-Schal oder was auch immer. Das geht sich bei so einem kleinen Ding nicht aus. Denn, und das ist meine laienhafte Meinung und auch die, die ich aus Erfahrung natürlich habe als Laienhelfer, weißt, umso größer das Backel wird, kannst vielleicht mehr tun, aber die Realität ist die, du wirst das dann nicht mithaben, wenn es groß ist. Diese kleinen Teilchen hier kannst mitnehmen, die haben im Rucksack, die haben fast kein Gewicht, das gehört einfach dazu. Punkt. Jetzt mag ich dich um etwas bitten. Bitte, 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 bitte schreib mir unten einen Kommentar, welches EDC Erste-Hilfe-Set du dabei hast. Schreib entweder keins, wenn du keins hast. Kein Problem, aber schreib es mal bitte dazu oder schreib mir den Namen hin, was du dabei hast. Das würde mich sehr interessieren, ich bin da ganz interessiert dran, würde mich sehr, sehr, sehr bedanken. Schreib mal auch so einen Kommentar, was du davon hältst. Sagst du, du bist paranoid mit deinen Erste-Hilfe-Sachen, da passiert ja nichts oder wie siehst du das? Das wäre sehr, sehr nett. Daumen nach oben oder nach unten. Link zu den Produkten findest du unten, auch zu dem angesprochenen Auto-Erste-Hilfe-Kurs. Schau vorbei. 2 Tage hier in Ostösterreich. Ich weiß, für die deutschen Zuseher ist ein Stückchen weg, aber ich bin mir sicher, es lohnt sich, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Ein Abo, da geht es zu meinem Messerkanal, aber andere Videos zum Anschauen. Hat mich gefreut und stets bereit sein und Erste-Hilfe-Packerl einpacken. Dein Rainer Rossmann, bis bald, ciao.